Aktion und jetzt so etwas, das man durchaus einen historischen Moment nennen könnte. Es ist die letzte Rede hier im Parlament von Peer Steinbrück aus der SPD-Fraktion. Was war er nicht alles in seiner politischen Zeit? Ministerpräsident, Kanzlerkandidat, Finanzminister. Jetzt also hier sein Abschied aus dem Deutschen Bundestag. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es ist sehr begrüßenswert, dass die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik heute so prominent auf der Tagesordnung steht und dabei hoffentlich auch die ihr gebührende öffentliche Aufmerksamkeit erfährt. Ich will versuchen, Sie aus meinem Blickwinkel etwas einzuordnen. Es gibt nicht wenige, die mit der Gleichzeitigkeit einer Reihe von Entwicklungen seit 2014, 2015 von einer Zeitenwende oder einer Zäsur reden. Sie beziehen sich dabei auf die Auflösung, mindestens auf die tiefe Erschütterung der post-sowjetischen Friedensordnung mit der erstmaligen und andauernden, nach wie vor andauernden territorialen Infragestellung eines Landes in Nachkriegseuropa. Sie beziehen sich auf den Zusammenbruch staatlicher Strukturen weit über den Nahen Osten hinaus mit der Folge einer Flüchtlingsbewegung, die in unserem Land korrespondierend beides ausgelöst hat. Eine bewundernswürdige Willkommenskultur und auch Überfremdungsängste. Sie beziehen sich auf die Renationalisierungstendenzen in Europa, auch in Europa, die im Rückzug in die eigene Wagenburg, Schotten runter, alles dicht machen, die Antwort auf die Bewahrung von Status und auch Identität sehen. Und sie beziehen sich auf den Aufstieg von autoritären Regimen und der offenbar verbreiteten Sehnsucht nach autokratischen Führungsfiguren. Ja, wenn man so will, das normative Projekt des Westens, von dem der Historiker Heinrich August Winkler redet und schreibt, dem wir übrigens keineswegs immer selber entsprochen haben und entsprechen, hat sich nach der letzten Zeitenwende 1990, 1991 nicht so durchgesetzt, wie das viele von uns damals euphorisch nach der Auflösung einer ideologischen Systemkonkurrenz gesehen oder angenommen haben. Im Gegenteil, es steht unter Druck von innen und von außen. Es ist umgeben von einer Reihe von gesellschaftlichen und politischen Modellen, die sich unseren Werten, den unveräußerlichen Freiheitsrechten, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, den Menschenrechten, auch der Trennung von Staat und Kirche entziehen. Und wir sind umgeben von militärisch und hybrid geführten Konflikten, von Menschenrechtsverletzungen, von humanitären Notlagen, ja, vielleicht sogar von humanitären Katastrophen. In diesen Zeiten über die klassische Außen- und Sicherheitspolitik, über die Kunst, aber auch den Frust der Diplomatie und über die Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe hinaus den Stellenwert der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik herauszustreichen, ist in der Tat des Schweißes der edlen Wert. Wenn dem Schweiß dann auch die entsprechenden Mittel folgen. Worum handelt es sich, wenn wir über die Bedeutung und die Ausstattung der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik reden und auch entscheiden? Es geht darum, mit Hilfe von Sprache, von kulturellem und wissenschaftlichem Austausch die Verständigung und Zusammenarbeit zu ermöglichen und darüber hinaus auch Zivilgesellschaften in ihrer Kraft gegen den Zynismus autoritärer Herrscher und Regime zu stärken, indem wir Jugendliche, indem wir beruflich und akademisch Auszubildende, indem wir Wissenschaftler, Künstler, Intellektuelle zu erreichen und zu fördern suchen. Was wir mit unserer Sprache, unserer Kultur, unserer Wissenschaft und auch unseren zivilen Konfliktlösungsmöglichkeiten anbieten können, nicht aufdrängen, aber anbieten können und nicht in deutscher Besserwisserei anbieten können, kann man als unsere, und das ist inzwischen ein eingängiger Begriff, als Softpower bezeichnen im Gegensatz zu militärischen Mitteln. Und sie kann diese auswärtige Kultur- und Bildungspolitik auch der zivilen Krisenprävention dienen. Dabei spielt das Netzwerk der Mittlerorganisation eine unverzichtbare Rolle und ich bin Frau Roth dankbar, dass sie in dieser breiten Aufzählung viele, fast die meisten, aber viele davon genannt hat. Denn ihrer hervorragenden Arbeit, nicht nur ihrer, sondern auch der Mittelorganisation, gehört unabweisbar unser Dank. Aber in dieser Reihenfolge, ja. Das wird Frau Roth nicht ablehnen, wie ich glaube. Aber dieser Dank ist umso aufrichtiger, je stärker wir Sie auch in dieser Arbeit unterstützen. Auf die Vielzahl gelungener Projekte der
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik und auch den Erwartungen an weitere Projekte, siehe die Thomas-Mann-Villa oder auch die Villa an der Fifth Avenue in New York, will ich nun aus Zeitgründen nicht eingehen. Das steht alles und lesenswert in dem gemeinsamen Antrag von CDU, CSU, SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Deshalb sei mir erlaubt, die restliche Zeit mich von Ihnen als ein aktiver Politiker und Parlamentarier zu verabschieden. Das lädt nun zu einem längeren, hoffentlich nicht langatmigen Resümee ein, das der Präsident aber in genau 4 Minuten und 57 Sekunden unterbrechen würde. Deshalb nur so viel. Ich deutete mit der Wahrnehmung einer Zeitenwende oder einer Zäsur an, dass wir in fragilen Zeiten leben, auch in Europa. Gemessen allerdings am Zustand Europas vor nur 2 Generationen, relativiert sich das. Man möge zurückdenken. Ich gehöre nach der Generation meines Urgroßvaters und meines Großvaters und meines Vaters als jemand, der 1947 geboren ist, zu der ersten Generation, die nicht auf den Schlachtfeldern Europas geopfert worden ist. Dieses europäische Einigungswerk, das mir und meiner Generation dies ermöglicht hat, ist ein Glücksfall, der jeden Einsatz dafür rechtfertigt, dass es so bleibt. Das bedeutet aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir dafür sorgen müssen, dass dieser wunderbare Kontinent nicht auf den Euro, nicht auf die EZB-Zinspolitik, nicht auf nächtliche Sitzungen des Europäischen Rates, nicht einmal auf den Brexit und schon gar nicht auf den Krümmungsgrad der Salatgurke reduziert wird. Nun ist dieses Europa nicht nur die Antwort auf die Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sondern auch auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Vor dem Hintergrund einer ungeheuren Dynamik im Muster globaler ökonomischer, politischer und militärischer Kräfte, von denen ich manchmal den Eindruck habe, dass sie sich unserer Wahrnehmung und Aufmerksamkeit entziehen in ihren Rückwirkungen auf unsere Gesellschaft und auf unsere Lage in Europa. Deutschland übrigens das Land mit den meisten europäischen direkt gelagerten Nachbarn, nach meiner Zählung 9 direkte Nachbarn, hat in dieser zentraleuropäischen Geografie für den europäischen Zusammenhalt, ja, ich versteige mich zu der Bemerkung, für die Selbstbehauptung Europas einen besonderen Beitrag zu leisten und auch einen Preis dafür zu bezahlen, im ureigensten Interesse. Dies, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss den Bürgern mit Verstand, aber offenbar mit noch sehr viel mehr Herz erklärt werden müssen. Gegen alle Angebote des Rückzuges in die eigene Wagenburg aus populistischen oder sogar chauvinistischen Lagern. Angesichts der spürbaren Desorientierung und Verunsicherung in nicht zu vernachlässigen Teilen unserer Gesellschaft müssen wir in unseren Parteien und in diesem Parlament nicht nur bezogen auf Europa, der Ort sein, die Bühne liefern, auf der die zentralen Zukunftsfragen debattiert werden. Und zwar kontrovers, spannend, laut, leidenschaftlich, repolitisierend, nicht alternativlos. Die Debatten müssen so geführt werden, weil damit die Neugier an Politik wieder wächst, weil es darüber Kommunikation gibt, weil es Engagement provoziert, auch über ganz gegensätzliche Positionen, die ausgetragen werden. Tun wir das nicht, übernehmen diese Debatte sehr dumpfbackige Kräfte in unserer Gesellschaft. An diesen Zukunftsthemen besteht in meinen Augen kein Mangel. Über eine notwendige, gelegentlich auch tagespolitisch orientierte Tagesordnung hinaus. Einige dieser Zukunftsthemen in meinen Augen sind: Was ist mit Freiheit und individueller Selbstbestimmung in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung? Wie steht es um die Rückgewinnung des Primats demokratisch legitimierter Institutionen gegenüber einem entgrenzten digitalen und Finanzkapitalismus? Was ist mit der Zukunft Europas? Ich deute das an. Oder der Generationsvertrag vor dem Hintergrund der Demografie? Es sagt sich leicht, das Rentenniveau muss gesteigert werden. Aber ich müsste der Generation meiner Kinder
und jetzt meiner 4 Enkelkinder erzählen, wer das denn eines Tages wie mit Steuern oder Arbeitslose oder Rentenversicherungsbeiträge bezahlen soll. Oder ein anderes Thema ist der Zusammenhalt unserer Gesellschaft vor dem Hintergrund unabweisbarer interner Spaltungstendenzen, aber auch des Jahrzehnts, der Jahrzehntaufgabe, Zuwanderer und Flüchtlinge zu integrieren, wofür wahrscheinlich Bildung, Jobs und vor allen Dingen auch Wohnen der Schlüssel sind. Und ein anderes Thema, vielleicht etwas unterbeleuchtet, ist in meinen Augen zunehmend die Frage nach dem Zusammenleben der großen Weltreligionen. Ich wünsche Ihnen und mir, dass die politischen Parteien diesseits der Ausfransung an den politischen Rändern in ihrer Unterschiedlichkeit und in ihrer Unterscheidbarkeit und dieses Haus der Ort sind, wo diese Auseinandersetzungen in Zukunft stärker stattfinden. Wir dürfen von den Bürgern gemeinsam nicht als ein Politikkartell missverstanden werden, das ihre Befindlichkeiten wegfiltert, und dieses Risiko besteht. Ich möchte gerne abschließen mit 2 eher banalen Erkenntnissen. Als ich vor 47 Jahren in die SPD eintrat, da dachte ich, dass die Verteilung von, sagen wir mal, von Sumpfhühnern und Schlaubergern ziemlich einseitig auf die Parteien verteilt ist. Und ich gehörte natürlich zur Partei der Schlauberger. Inzwischen weiß ich, wie ich zugebe, nach einer längeren Lernkurve, Herr Kauder, dass die Verteilung solcher Sumpfhühner und Schlauberger in und zwischen den Parteien der Normalverteilung der Bevölkerung folgt. Und diese Erkenntnis hat mir die fraktions- und parteiübergreifende Zusammenarbeit erleichtert, wofür ich mich sehr herzlich bedanken möchte. So, und die 2. Erkenntnis ist vielleicht gar nicht so banal. Ich lernte sehr spät, dass es in der Politik nicht nur darauf ankommt, was man sagt und was man macht, sondern auch, wie man dabei guckt. Und dies habe ich in einer Laudatio vor wenigen Wochen auch dem Kollegen Schäuble noch mal gesagt. Dies, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war der letzte Ton aus meinem Jagdhorn. Vielen Dank. Lieber Kollege Steinbrück, Sie gehören dem Deutschen Bundestag, aus dem Sie durch eigenen Entschluss zum Ende dieses Monats ausscheiden, seit 2009 an viel weniger lang, als die allermeisten innerhalb und außerhalb des Parlaments vermuten werden. Aber als Staatssekretär, als Landesminister, als Ministerpräsident und als Bundesfinanzminister waren Sie mehr als 25 Jahre sowohl im Bundestag wie im Bundesrat präsent und haben das politische Leben in Deutschland über ein gutes Vierteljahrhundert maßgeblich mitbestimmt. Die Art und Weise Ihrer Arbeit und Ihrer Reden und Ihrer Schriften über Ihre Arbeit haben breite Beachtung gefunden, wenn auch nicht immer nur schiere Zustimmung. Das hat Sie erkennbar weder überrascht noch wirklich erschüttert. Sie haben sich den Widerspruch, gelegentlich vielleicht auch das Misstrauen Ihrer eigenen Parteifreunde, ebenso hart erarbeitet wie den Respekt Ihrer politischen Gegner. Und Ihre scheinbar ironische Bemerkung vorhin in Ihren Schlussbemerkungen,
hat die Repräsentativität dieses Parlaments für das deutsche Volk noch einmal in unnachahmlicher Weise unterstrichen. Als Bundesminister, als Bundesfinanzminister haben Sie auf dem Höhepunkt der Weltfinanzkrise an entscheidender Stelle zusammen mit der Bundeskanzlerin einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der Krise und zur Beruhigung der Öffentlichkeit beigetragen. Wir verabschieden Sie heute mit Dank und Respekt aus dem Bundestag in Ihr drittes Leben nach der Politik. Und falls Sie weiterhin Reden halten und oder Bücher schreiben, reden Sie gut über uns. Wir haben es verdient, Sie aber auch. Alles Gute. So, wer ist der Nächste?